Seid ihr schon in Spargellaune? Wir dachten, wir starten diese Woche mal, bevor Anfang Mai unsere neue Ausgabe an den Start geht, mit einem Spargelragout. Und zwar gibt es ja schon seit einigen Wochen im Handel, aber jetzt hoffentlich dann auch aus dem Freiland. Aus dem Freiland, genau. Aus dem Freiland Kevin, sozusagen. Ich danke dir. Also, ja. Gar kein Problem. Ich danke dir. Und zwar haben wir unser leckeres Spargelragout ausgesucht, was wir im letzten Jahr mal in unserer Mai-Ausgabe hatten. Und das haben wir aber noch nie hier bei MixTV gekocht. Stimmt. Von daher wollen wir das heute mal machen. Und ich habe die Zutaten dafür besorgt. Schönes, leckeres, vegetarisches Gericht mit neuen Kartoffelchen, mit grünem, weißem Spargel, ein bisschen Parmesan, Möhren, Schnittlauch, Champignons, ein paar Erbsen, ja, ein bisschen Sahne, ein bisschen Milch, Pfeffer, Salz, ein bisschen Mehl, Butter, frisch abgeriebene Zitrone nachher. Ja, und das war's dann auch schon. Kevin und ich haben den Spargel schon geschält. Ja. Den weißen wisst ihr ja, den müsst ihr ganz schälen. Den grünen habe ich das untere Drittel abgeschnitten und habe nur die unteren Stangen ein bisschen noch geschnitten. Die dickeren zumindest. Und ja, ansonsten wollen wir mal starten. Machen wir. Sehr gut. So, wir starten mit den Kartoffelchen. Und zwar, ja, erstmal geben wir mal Wasser in dem Aroma. Ich muss mich erstmal hier sortieren können. Ja, ist auch, wir haben es ein bisschen sehr eng gepackt, merke ich gerade. Ne? Ja, ist ein bisschen viel heute. Aber naja. Unsere Mai-Ausgabe letztes Jahr fand ich sehr, sehr schön. Bleibt am besten dran, denn vielleicht habt ihr heute noch die Möglichkeit, ein bisschen in die Zeit zurückzureisen, bevor die Mai-Ausgabe 23 kommt, vielleicht die Mai-Ausgabe 22 nochmal abzustauben. So. 700 Gramm Wasser. Und den Aroma sollte man natürlich auch zur Hand haben. Den sollte man zur Hand haben, ne? Ja, genau. Ja, ein bisschen unorganisiert hier heute. Das macht nichts, Silvia. Ich finde, das ist okay. Man kann auch mal unorganisiert sein. Pass auf deine Finger auf, wie immer. Ja, mach ich. Die Kartoffeln schälen, würfeln. In den Aroma legen. Halt auch super schnell gemacht wieder, ne? Super einfach. Jawohl. Gut, wenn man mal die Vorbereitung getroffen hat, auch mit dem Spargel, dann geht es eigentlich auch ganz flott. Ja. Und man könnte natürlich jetzt auch noch, wenn ihr es noch anreichen wolltet mit Fleisch, könnt ihr natürlich auch ein bisschen Hähnchenbrust anbraten, ein bisschen Geschnetzeltes oder so, wird natürlich auch super dazu passen. Wir bleiben heute bei der vegetarischen Variante. Genau. Wir essen ja eh gerne, mittlerweile auch viel vegetarisch. Genau. Wir merken auch, also anhand der Aufrufzahlen, besonders bei YouTube, also wenn ihr uns noch nicht abonniert habt bei YouTube, dann macht das doch mal. Ne? Drückt einfach mal auf den Abo-Knopf, am besten noch auf die Glocke, da verpasst ihr nämlich keine Ausgabe von MixTV mehr. Aber da sind die vegetarischen Gerichte tatsächlich sehr, sehr, sehr beliebt. Ja, hier ist ja auch alles drin, ne? Hier brauchen wir eigentlich nicht mehr. Also ich zumindest jetzt. Nö, ich meine, jedem das Seine, da bleiben wir ja bei, ne? Aber wir sehen ja bei euch, das Interesse ist da und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir heute die vegetarische Variante. Mit so, TV jeden Mittwoch 18 Uhr. Da die weißen Stangen ja auch ein bisschen länger brauchen, tun wir die jetzt auch schon mit dazu. Den grünen, der grüne folgt dann gleich. Also den weißen machst du direkt? Den weißen mache ich direkt mit dazu, ja, mit den Kartoffeln. Ich nehme mal hier so. Kleinen Fitzel raus. Ula. Ich habe hier eben schon randaliert. Habe schon einmal das Mehl über die Tischkante geschoben. Silvia ist heute rebellisch drauf. Nee, ich bin im Flow. Im Flow. Da kann ich aber mal schief gehen. Du bist im Flow, das ich stimmt. Ich bin im Flow, ja. So. Wenn euch das gefällt, was wir machen, dann lasst doch gerne mal einen Daumen hoch für das Video da. Freuen wir uns auch immer. Freuen wir uns wirklich sehr drüber. Auch über Feedback natürlich, auch zu den Ausgaben. service@mix-online.de, wenn ihr uns kontaktieren möchtet. Die aktuelle Ausgabe, die 323, ist ja noch im Handel. Oder versandkostenfrei zu bestellen unter hel-verlag.de.
So, der letzte weiße Spargel. Das garen wir jetzt schon mal so ein bisschen vor. Seht zu, dass ein paar Luftlöcher da sind. Und dann lassen wir das Ganze 10 Minuten. Aroma. Stufe 1. Garen. Und in der Zeit können wir natürlich auch schon den grünen Spargel genauso schräg in Stücke schneiden und die Möhrchen schon, weil die kommen im nächsten Schritt dann dazu. Sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Abkühlvorgang Nummer 1. Jawohl. Ihr seht, wie schön wir die Möhren und den Spargel geschnibbelt haben. Nee, das war ganz alleine du, Silvia. Da müssen wir niemandem was vormachen. Du hast nur probiert, oder wie war das? Die Möhre ist super lecker, Möhre, Leute. Ich sag euch, wie es ist. So, Kartoffelchen und Spargel ist schon mal halb gegart. Jetzt kommt das noch dazu. Das Schöne nach wie vor im Varoma finde ich immer, dass es so schonend dampfgegart wird. Aber dann machen wir nachher noch ein schönes Süßchen für. Machen wir ja. Jetzt noch mal 15 Minuten. Aroma, Stufe 1. Und in der Zeit könnt ihr schon die Champignons putzen und 20 Gramm Butter in der Pfanne erhitzen. Die Erbsen können auch auftauen. Und dann kann man schon mal die Champignons in Scheiben schneiden. Oder ich würde sie jetzt vierteln heute mal. Und dann in der Pfanne schön ein bisschen dünsten. Hier brutzelt es schon lecker, Silvia. Mhm. Die Champignons sehen hervorragend aus. Ja. Und unsere Abkühlzeit 2 ist auch gleich vorbei. Das müssen wir mit Salz und Pfeffer würzen. Das einfach nur in. Ja, ein bisschen Butter. Bisschen Butter. Ja, 20 Gramm Butter. Perfekt. Insgesamt brauchen wir für das Rezept 50 Gramm. 20 Gramm für die Champignons und 30 Gramm für unsere Soße, die wir jetzt machen. So, wollen wir mal reinschauen? Ah, guck mal, sieht das nicht nach Frühling aus? Das sieht super aus, farbenfroh, bunt. Kartoffelchen, Spargel und Möhren. Und gesund, denn der Spargel regt ja die Nierenfunktion an. Das heißt, wenn ihr ja, so eine kleine Entgiftungskur machen möchtet, der Spargel hilft da, entwässert. Ja, okay. Ja. Gut. Deswegen gibt es das sogenannte Spargelpipi. Ja, das ist so. Ja, ich glaube, da weiß jeder, wovon du sprichst. Da weiß jeder, was gemeint ist. Ja? Also, das ist gut für die Nieren. Das ist unglaublich. So, 30 Gramm Butter. Die schmelzen mir jetzt gerade. Eine Minute. 100 Grad. Stufe 1 und dann kommt das Mehl dazu und wir könnten das dann mit 100 Gramm Weißwein ablöschen. Wir haben uns aber heute für die alkoholfreie Variante entschieden und nehmen dafür dann 100 Gramm Gemüsebrühe und die Sahne kommt gleich noch dazu. Ja. Sollen wir ganz kurz erzählen, was wir verlosen? Mach das. Wir verlosen, vielleicht kannst du mal ganz kurz in die Hand nehmen, 5-mal die Mix 422. Unsere Mai-Ausgabe aus dem letzten Jahr. Ich denke, es ist auch schön, wenn ihr noch mal eine kleine Zeitreise machen könnt, bevor in wenigen Wochen unsere neue Ausgabe, die Mai-Ausgabe 2023, rauskommt. Also, die 422 gibt es insgesamt 5-mal. Ich will die Mai-Reise. In die Kommentare schreiben, bis Samstag 18 Uhr. Montagmorgen werde ich dann die glücklichen Gewinner per Kommentar kontaktieren. Ihr schickt mir eure Postadresse per E-Mail und dann schicken wir 5 dieser Hefte auf die Reise. Jeweils 1 gibt es zu gewinnen. Ich will die Mai-Reise. Viel Erfolg. Die Mai-Reise. Ist doch schön, oder? Wunderbar. Der Mai ist ja der Wonnemonat. Ja, der Wonnemonat. Mag den Mai. Ich habe früher immer ein Lied gesungen. Im Mai, wenn alles in herrlich grüner Pracht. Ich könnte das jetzt noch weiter ausführen, aber ich möchte euch das nicht zumuten. Es sei denn, ihr besteht darauf, dann beim nächsten Mal. Schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr? Ihr wollt, dass Silvia singt. Eigentlich wollen wir das, weil ich kann euch sagen, Silvia singt sehr gut. Hör auf. Also, bring mich in Verlegenheit. Nein, das stimmt, Silvia. Du singst wirklich gut. So, 3 Minuten, 100 Grad, Stufe 1. Wir schwitzen jetzt hier die Mehl. Wir machen das eine Mehlschwitze. Das Mehl, wir machen eine Mehlschwitze, genau. Und schwitzen dafür das Mehl in der Butter an. 3 Minuten, 100 Grad, Stufe 1 und dann sind wir gleich wieder für euch da. Besser ist es, ne? Besser ist.
Also Silvia hat mir jetzt gerade das Lied vorgesungen. Ich denke, ihr solltet kommentieren, dass wir das dann auch bald über MixTV hören. Das war wirklich toll, Silvia. Das ist, ja. Ich habe was Tolles aus meiner Kindheit erzählt. So. So, 100 Gramm Gemüsebrühe. Die rühren wir gerade noch ein bisschen an. Wie gesagt, könnt ihr auch Weißwein nehmen. Ist natürlich auch lecker, aber wenn Kinder mit essen, dann lieber nicht. So, 100 Gramm. Dann 300 Gramm Sahne. Ja, 280. Ist okay. Ist okay? Ja, damit können wir leben. Gut. Füllen wir jetzt mit der Milch auf. Brauchen wir noch ein bisschen. Also insgesamt dann 700 Gramm Flüssigkeit. Das Ganze kochen wir, mixen wir mal gerade kurz. Bis 10 Sekunden Stufe 8 und dann kochen wir das Ganze auf und zwar 7 Minuten 95 Grad Stufe 2. Ja, dann kommt gleich noch das, was wir im Varuma schon mal gegart haben, kommt dann gleich dort hinzu. Schnittlauch in die Erbsen noch, wird noch ein paar Minuten erhitzt und dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir es anrichten können. Wir freuen uns drauf, das Spargel-Ragout heute bei MixTV. Weiter geht's. So, unser Süßchen würde ich jetzt mal probieren. Kann auch ein bisschen vertragen. Und dann kommt jetzt unser Gemüse dazu. Boah, der Duft von frischem Spargel, das ist einfach toll. Und ihr seht, es ist auch super einfach gemacht. Ja? Also es ist nicht aufwendig. Das meiste ist warten. Ja, das meiste ist warten. Aber das ist das Gute am Thermomix, der macht einfach die Arbeit für uns. Die Erbsen noch dazu. Und dann schmecken wir das Ganze gleich noch ab. Und garen das jetzt nochmal 7 Minuten, 90 Grad, Linkslauf, Stufe 1. So, fast fertig und ich freue mich schon. Es duftet schon hervorragend. Ja. Wenn es ja Duftvideo gäbe, würden wir euch jetzt mal riechen lassen. So, ich darf jetzt nochmal probieren. Ne? Ja. So schön ein bisschen angedickt. Wow, oh, lecker, lecker. Ist heiß, ja? Völlig unwesentlich. Also mir fehlt immer noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Zitrone. Und dann kommt ein bisschen schon mit rein, den Rest nehmen wir für die Deko. Also ohne die Champignons wäre das natürlich jetzt auch ein leckeres All-in-One-Gericht. Jetzt noch ein bisschen Parmesan oben drüber.
Wir machen zuerst die Champignons. Ja. Na, damit wir die auch integriert haben. So. Und dann noch den Parmesan drüber gerieben. Aber ich finde es so eigentlich immer schöner. Ein bisschen mehr darf es immer sein. Noch ein bisschen Schnittlauch fürs Topping. Wow. Und? Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, Silvia. Und ich freue mich drauf, das jetzt probieren zu dürfen. Mit diesem leckeren Spanien-Ragout möchten wir euch einen schönen Abend wünschen, eine angenehme Restwoche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und da vielleicht haben wir schon mal eine Überraschung für euch, weil da kommt ja schon fast die neue Ausgabe heraus. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Bis dahin macht's gut, schöne Woche noch und tschüss.